Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Summer Car. Wo wir ja weiter bauen wollten. Ich habe hammer viele Kommentare gekriegt. Extrem viel hilfreichen Shit, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Pass auf, einer hat geschrieben, der Motor ist falsch rum. Der Krümmer hier soll wohl nach vorne gucken. Eigentlich ist das komisch, weil gerade Ölfilter und Zündkerzen und so ein Scheiß ist immer leicht zugänglich, weil das ja Verschleißteile sind. Wenn die hinten wären, wären die nicht mehr so leicht zugänglich. Außerdem die Antriebswellen, die kommen hier in die Dings rein, in die Reifen. Oder hinten in die Aufnahme. Die kommen hier ran und da ungefähr. Wenn der Motor jetzt andersrum wäre, müsste der ziemlich weit hinten an der Spritzwand sitzen, damit es noch klappt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil so werde ich auch nie. Drei Schrauben hat der Motor wohl. Wahrscheinlich da eine. Kommt das da hin? Ist das so Abstand? Ah, nee, der soll ja andersrum. Also ich bin immer noch ein bisschen überfragt. Müssen wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Was auch wichtig war, ist, hinten die Stoßdämpfer sollen wohl unten zwei Schrauben haben. Ah, und guck, jetzt sehe ich es auch. Und ich habe jeweils nur eine festgeschraubt. Haha, das müssen wir als erstes mal beheben. Oh, jetzt lauf doch mal ordentlich, Jung. Wo ist denn das Werkzeug überhaupt? Hä? Liegt das nur unten? Ach so, shit. Okay, man kann mit dem Boot fahren, klar, in die Stadt. Das wussten wir schon. Hatte ich gehört. Das Abschleppseil ist zum Abschleppen da. Hahaha, wer hätte das gedacht? Viele sagen, ey, versuch doch mal den geilen V8 Monsterflitzer da irgendwie mit dem Dingens abzuschleppen. Das können wir auf jeden Fall demnächst mal versuchen. Es gibt aber noch so viel anderen geilen Shit, ey. Warte mal, lieber sollten wir den mit nach unten nehmen, ich Idiot. Noch so viel anderen geilen Shit, den man so machen kann. In My Summer Car zum Beispiel gibt es einen Schrottplatz, wo man Teile kaufen kann und so. Und es gibt so eine Direktstrecke oder so, wo man halt Racing machen kann. Und man kann das wohl dann auch mit dem LKW oder so. Man muss nicht unbedingt ein Auto haben. Jedenfalls glaube ich das. Das sollten wir alles nach und nach mal ausprobieren, ey. Ah, komm. Komm, was für eine Schraube war denn das, Junge? Gibt's doch nicht. Das war doch nicht so ein großer Knüppel hier. Guck mal, da schon die Radmuttern. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, was ich zuerst machen soll. Jede Folge geht um und bei 20 Minuten. Da kriege ich ja nichts rein. In 20 Minuten. Egal, wir machen das auf jeden Fall alles. Mit Holz soll man wohl auch viel mehr Geld kriegen. So um und bei das Doppelte. Was sich auch gut anhört. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, wo ich das hinbringen soll. Oder wusste ich das überhaupt mal? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ey, viel zu viel Information, wenn du deine Woche nicht aufgenommen hast. Und jeden Tag die vielen Kommentare liest. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich riesig. Und, ja. Siehst du, war doch ein kleiner. Die ist noch fest. Wir wollen ja nicht, wir wollen das wenigstens mal abgeschlossen haben hier, weißt du? Ja, so. Jetzt bin ich beruhigt. Jetzt ist das wenigstens fest. Ja, nimm den gleich wieder mit hoch. Den Motor andersrum. Gut. Das müssen wir ausprobieren. Dafür müssen wir ihn ja erstmal runterlassen. Und den andersrum aufhängen.
Dann hat er wohl drei Schrauben. Zwei vorne und eine hinten oder andersrum halt. Müssen wir mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Fragst jetzt bloß, was für Schrauben waren das nochmal? Nehmen die mal mit runter. Okay, bestimmt irgendwas Größeres, oder? Die Fliegen nerven immer noch heftig. Das Insektenspray kann man natürlich nehmen. Habe ich auch schon versucht zu nehmen. Ich habe eins in der Küche stehen, hier im Spiel. Aber leider sind die Fliegen ja trotzdem immer da. So, umgedreht. So, einfach irgendwie in die Mitte. So, zack. Kann man einfach irgendwo reinschrauben, die Schrauben, das ist auch gut so. So mache ich das in echt halt auch immer. Ah, guck mal, zack. Steht er richtig, das ist ja auch gut. So, es gab heute, ja, ich nehme heute auf, am 24.11., die Folge kommt also nachher gleich raus. Ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen. Nehme jetzt noch schnell auf, weil ich echt wenig Zeit hatte die letzten Tage. Und heute hatte das auch ein Update. 73 Megabyte. Die ganzen Dinger sollen wohl jetzt gespeichert werden. Nicht, dass du, wenn du speicherst und das Spiel verlässt, deine Aufträge zum Beispiel nicht mehr gespeichert sind auf der Karte. Ah, komm, stell dich einfach ordentlich hin, dann geht das. Das wird wohl jetzt gespeichert. Es soll aber mehr Radiosender und mehr Lieder in den Radiosendern geben. Und dieser Schlauch, wo ich echt Probleme hatte, den außen Dings rauszukriegen. Viele sagen, kannst du echt nur mit der Hand rausziehen. Aber wenn das Ding abreißt, schied wat drüb, speicher einfach, ist das nächste Mal wieder da. Was ja schon mal eigentlich ganz gut ist. Der soll wohl jetzt nicht wieder auf dem LKW liegen, so wie vorher, was mir erzählt wurde in den Kommentaren, sondern seit diesem Update, was ich halt eben gerade runtergeladen habe, wird er auf dem Schrottplatz wieder spawnen. Ob das dann funktioniert oder nicht, weiß ich halt nicht. Ach komm, wir wollen ja vielleicht gleich los, da trinke ich lieber Wasser, oder? Hey, kann ich das nicht? Doch, kann ich auch in der Küche. Gluck. Ja, so vielleicht nicht. Gluck. Komm, wegdursten hier. Was gibt's heute? Wurst. Lecker. Ich bin vor der Dirtiness, aber hey. Nur ein stinkender Autoschrauber ist ein guter Autoschrauber. So, wo sitzt jetzt die Dings, ey, für die Antriebswellen? Also müsste der quasi. Oh Scheiße, ich habe das Wasser angelassen, oder? Dann ist der quasi ein Stück nach hinten. Also könnte er schon ungefähr hinkommen. Das Problem ist, wenn ich weiß nicht, wo die Schrauben sind. Plus, ich weiß gar nicht, was für ein Schraubenschlüssel. Also ungeahnte Probleme. Vor allem weiß ich auch nicht, wo die Schrauben sind. Wenn ich den jetzt abschraube, der klatscht auf den Boden, oder? Das Pinockel-Ding soll bestimmt da anliegen, oder nicht? Hä, wieso ist denn der vor allem jetzt schon wieder so rum? Ach, der hat sich wieder so rumgestellt, weil das halt wirklich die richtige Richtung ist. Ich habe den ja eben umgedreht und dann auf einmal zunk, war er fest. Und jetzt ist er wieder so rum. Also gehört das wohl so. So, Wasser erstmal aus. Der muss ja auch so ran.
Das Ding ist das Pinocchio-Ding. Also das hier muss da wahrscheinlich ran. Also jedenfalls denke ich mir das jetzt einfach mal. So. Okay, ist schon ein bisschen da drin. Das kennen wir ja nicht anders vom Spiel. Ich habe mich auch dazu bereit erklärt, einfach mal ein paar Leute zu grüßen, die darum gebeten haben. Natürlich mache ich sowas immer gern, weil ich mich auch riesig freue, dass ihr das so schön annimmt, das Let's Play, und echt toll guckt. Und zwar ist das zum Beispiel der Kevin Scholz, der mir erzählt hat, das können wir nämlich auch gleich mal ausprobieren, wenn wir ordentlich pinkeln sollen, dass es ein Achievement gibt, wenn man einfach geradeaus in die Luft pinkelt. Ist ja nicht so, dass ich das nicht haben will, oder? Deswegen werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Ey, das sieht gut aus. Schraub einfach irgendeine Schraube, lose oder fest, ist doch egal. Da, genau das, die wollte ich. Nee, lieber nicht, komm. Guckst du, aber das ist schon fest, oder was? Ist das eine Motorhalterschraube? Ist mir egal. Ich denke einfach, das ist eine. So, nehmen wir the big one. Nö. Nehmen wir die noch ein bisschen löderen. Nö. Hey, komm, viel kleiner kann er aber nicht sein. Das sieht aus wie ein Riesenklopper. Komm schon! Bam! Eine ist hinten, zwei sind vorne. Hoffentlich der gleiche Schlüssel. Vielleicht. Ey, da, guckst du. Und das ist der gleiche Schlüssel. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welcher Schlüssel für die Motorhalter-Dingsbums-Schrauben waren, ey. Ich Idiot. Egal, die Euphorie siegt. Zip. Nimm den Kasten hier mal nach oben und guck mal, ob du den Kral abkriegst, Junge. Ey, pass auf, der fällt runter, Mann. Das ist das teure Werkzeug. Idiot. Ach komm. Das war nicht der auf jeden Fall, ne? Ach Mann. So, erstmal gehen wir in die große Richtung. Dann in die Lütte. Größer war das nicht, komm. Wenn wir gleich kleiner werden. Ja. Locker. Ich schaff das locker. Ja, wo ist der andere? Der ist hier, ne? Bam, Alter, voll in die Federn. Ja! Ey, das Lötbait freue ich mich ja. Komm, stell mal die Kranapparatur hier bei der Seite hin. Cool, ey. Das ist das schon voll die. Ey, können wir eigentlich schon starten? Warte, Kabel, Zündkabel. Ups. Wir müssen den Lötbläden wieder. Voll gut, Mann. Dass ich mir die Tasten nicht merken kann, ey. Wie war denn jetzt. Das war. Weißt du, wie Ja, ist ja gut. Hä, das war doch hier H eigentlich. H funktioniert nicht. Was ist denn der Fischied? Okay, doch M. Ja, sag ich doch. Ach so, zum Beispiel hat einer geschrieben auch, fand ich jetzt auch lustig, mit Bier geht alles. Also wenn du eine Kiste Bier da hast, dann kannst du die Autos immer überall wieder rausbacken. Finde ich gut. Ganz mal reden. Das können wir auch demnächst mal ausprobieren. Wenn wir dann mal wieder mit dem LKW losgurken oder so. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne. Okay, ist egal. Können wir ja in der nächsten Folge mal machen.
mal wieder los. Vielleicht mal mit dem Boot. Ich bin ja noch gar nicht losgefahren. Oder, ja, nee, vielleicht mit dem Boot. Boot würde ich gerne mal ausprobieren. Aber wo wir hinfahren, weiß ich nicht. Vielleicht einfach mal den Brief wegbringen. Der ja leider wieder da ist, weil das ja nicht gespeichert wurde. Ach so, da habe ich auch noch Kommentare gekriegt. Hinter dem Laden oder so ist wohl ein Klo, da kann man speichern. Wenn man also den Brief jetzt wegbringt, dauert das normalerweise einen In-Game-Tag. Aber man kann auch einfach dahinter speichern und dann sollen die Teile wohl instant da sein. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich ja nicht, aber wir können es ja gerne mal ausprobieren. So, die Kabel, die stecken ja hier nur drauf. Kabel sind auch fest. Jetzt brauchen wir auch noch Sprit. Starten ist ja noch lange nicht, ey. Antriebswellen sind ja auch noch nicht da, also fahren würde er eh nicht, selbst wenn der Motor startet. Scheiße, Dreck, Alter. Vielleicht sollen wir die erstmal rankurbeln. Okay, ist nicht vorgegeben, welche in welche Dings soll. Normal gibt es ja immer eine kurze, eine lange. Eigentlich ja das Stäbchen da mit rein. Ah, die muss bestimmt von Dings festgezogen werden, also muss der Reifen dafür abfahren. Er will auf jeden Fall nicht einrasten hier. Und hier auch nicht, wa? Ja, shit. Müssen dafür die Reifen ab sein? Wahrscheinlich, ey. Flüssigkeiten haben wir auch noch nicht drin. Warte mal, wo kommt denn? Ah, Kraftstoffpumpe, okay. Bremsdinger. Hier, der Brems. Dings, der kommt meistens sitzt der oben rechts. Aber wieder hier. Ich habe keine Ahnung. Ach, genau das. Ah, da guck mal. Hihihi. Ah, wie kriegen wir den fest? Ach man, dass er sich immer so komisch rüberbeugen muss. Zwei Schrauben werden das sein. Und sogar der richtige Schlüssel, super. Aber. Na komm, ich hatte sie doch. Oh. Ja, super. So, der sitzt auch schon mal. Geil, dann können wir die Bremsdingens und den Kupplungszylinder, der kommt bestimmt auch dahin, weil der ist ja auch mit Bremsflüssigkeit voll. Toll. Na komm. Nicht. Oh mein Gott, wieso schmeißt du den dann runter, Junge? Das gute Ding. Da taucht doch noch. Kann ich den einfach von unten reinsetzen? Ja, mittlerweile steht der Wagen ein bisschen weit vorne. Aber wieso auch nicht? Eben stand er ein bisschen weit hinten. Aber wir müssen immer noch. Wir haben echt viel getrunken, aber wir müssen immer noch nicht pinkeln. Ne? Ich würde so gerne das Achievement noch machen. Ey, komm schon. Ungeahnte Probleme. War da nicht eben der Haken? Ich weiß, dass er da hinkommt, Mann. Ja, andersrum. Oh nein, jetzt hat er ihn wieder da runtergeschmissen. Wieso drücke ich denn immer die 2?
Verdammt, die Scheiße nochmal, Alter. Klatsch, Masterzylinder. Ja, das ist voll der Masterzylinder, Alter. Ha, das war gar nicht schwer. Ach, wenn du schrauben sollst, dann bückt er sich nur so ein Stück nach vorne, ne? Da, ist der nur mit einer Schraube fest? Geil, ich bin im Auto. So, dann könnte da jetzt die Leitung ran. Achso, was ist das da? Achso, das Schaltgestänge. Das war die Kraftstoffpumpe. Ah, hier, da kommt wahrscheinlich auch. Zwei in die Richtung. Das werde ich auch niemals rankriegen da. Oh. Vielleicht ja doch. Das Ding ist, sind die jetzt instant fest oder muss ich die irgendwie festschrauben? Und vor allem wo überall? Überall wo die gebördelt sind? Ach ne, da einfach. Oder was? Einfach so ein Halter dafür, oder wie? Ey Mann, was für eine Problematik, das hier gibt. So, 3. 3 ist immer gut für alles. Ja, muss den Schlüssel auch schon draußen lassen. Ha, tatsächlich richtig. Ich schraube jetzt einfach mal die Schraube fest, das sollte doch funktionieren, oder? Oder hat er da auch noch einen Halter? Nein, die ganzen gebördelten Dinger, ey, alle festmachen. Heftig. Das ist ja überhaupt nicht schwer. Wo sitzen die denn überall? Also das ist der Verteiler, der die Kraft, zumindest glaube ich das, die Kraft an die verschiedenen Reifen weiter Dings hat, weil es bremst ja nicht jeder Reifen mit der gleichen Kraft. Vorne ja immer ein bisschen mehr als hinten, damit die Reifen hinten nicht blockieren. Ein ABS-Block hat er ja nicht. So konnten wir uns leider nicht leisten. Oh Mann, das wird Jahre dauern, bis wir da alle Schrauben fest haben. Na gut, die drei mehr sehe ich nicht. Und hier war die und die. Das waren 4. Jetzt müssen wir noch gucken. Natürlich geht das hier an die Bremszylinder. Hier an Bremszylinder. Und hier hinten an die Trommeln. Und zur Kupplung. Also quasi zum Getriebe irgendwo. Weil die Kupplung sitzt ja da drin. Dahinter. So, da ist die Bremsleitung angekommen. Ah, guck an. Machen wir die natürlich auch da fest. Sonst läuft die ganze Suppe ja wieder raus. Ach komm schon, jetzt. Ich meine, das ist realistisch. Schraubst natürlich sowieso auch an jedem Reifen fest. Wo kommt denn die Bremsleitung hier an? Hier hinten? Ja, irgendwo muss die Bremsleitung hier ankommen. Ja, pass auf, wahrscheinlich hast du die echt nur vorne. Hier machst du dann den Handbremsen-Sheet dran. Okay, wollen wir das mal so durchgehen lassen? Nein, jetzt wird's wieder. Ah, gut. Wir können ja schlafen und dann nächsten Morgen los. Ey, kann ich denn jetzt schon.
bloß mal Licht in der Garage an. So. Das für die Kupplung oder was? Und der geht nach unten weiter. Komm, egal. Wir kippen erstmal Flüssigkeit rein. Wenn wir unten wieder rauskommen, sehen wir, wo die Schrauben sind. Perfekte Idee. Alter, mach bloß mal überall Licht an. Ey, das war noch nicht ganz duster, aber ich mag das immer gerne hell. So, stell mal hier hin. Oder leg mal da hin, genau das. Ach so rum, okay. Tanken. Gluck, 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 gluck. Leer. Alter, das muss immer stehend in den Schrank geklatscht. So, der ist voll. Der eine Zylinder. Der nächste Sheet kommt da rein. Noch eine Buddel. Ich sollte übrigens noch andere Leute grüßen. Zum Beispiel den Maximilian Kressler. Sei gegrüßt, Maximilian. Ah, komm, komm, komm. Und den Kevin Kretschmer. Sei auch du gegrüßt. So. Ha! Das wird immer geiler! So, jetzt will ich den dritten auch noch treffen. Jetzt will ich den dritten auch noch. Und damit habe ich auch einen Wunsch erfüllt. Dann, wenn ich dann fertig bin mit dieser Folge. Und zwar den Wunsch auf eine extra lange Folge. Ihr seid echt die Besten, Alter. Und ah, funktioniert nicht. Aber warte, warte. Wo soll ich stehen? Wo soll ich stehen? Ganz oben? Okay. Ah. Ja, ich muss auch wieder zuschrauben. Alter, ich habe schon Flüssigkeiten im Auto. Das ist ja schon, da sind wir schon ein gutes Stück weit. Das pisst nirgendwo irgendwie raus, ne? Sehr geil, sehr geil. Auch hinten nirgendwo? Wobei das genau da aussieht, als wenn da die Bremsleitung reinkommt. Aber na gut. Ach ja, zum Schrottplatz zum Beispiel könnten wir ja mal fahren sowieso. Das machen wir jetzt auch demnächst. Weil wir brauchen ja unbedingt eine neue Windschutzscheibe, ey. Und wir müssen unbedingt Holz hacken, damit wir Knete kriegen. Ohne Knete kriegen wir natürlich auch keine Teile fürs Auto, was sehr schade wäre. Was können wir noch da dran bauen? Gehört drin rein, gehört hinten ran, gehört vorne ran. Gehört irgendwo ran. Ja, die Fuelpumpe. Ich kenne das so, bei den meisten sitzt die einfach hinten im Tanke mit. Jetzt frag mich nicht, wo die bei der Kiste hier sitzt. Die müsste ja eine Verbindung haben nach vorne zum Motor. Diese Leitung da. Egal, das finden wir beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.